أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, treffen wir uns heute zu einem weiteren Unterricht über die Aqidah-Serie, über das wunderbare Buch von Imam Hafiz bin Ahmad al-Hakami Rahmatullah alayh, Rahmatan wasi'a. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn reichlich belohnen für die Werke, die er uns hinterlassen hat, dass er uns Unwissenden unsere Religion beigebracht hat. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er jeden, der etwas Gutes für den Islam tut, der auch nach Wissen strebt, um danach den Menschen, die unwissend sind, den Islam beizubringen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen reichlich belohnt und ihnen gewaltige Plätze in seinem gewaltigen Paradiesgarten Al-Firdaus gibt. Allahumma amin. Wir werden heute insha'Allah ta'ala fortfahren und vielleicht hat man das gesehen auf der Seite www.assirat.de. Wenn man unter der Rubrik Akida geht, dann sieht man auch immer Kontrollfragen. Das heißt, zu jedem Unterricht gibt es Kontrollfragen. Jeder soll die Unterrichte studieren und anschließend diese Fragen für sich beantworten. Das nur damit er sein Jahl, seine Unwissenheit aufhebt. Imam Ahmed rahimullah ta'ala, als er gefragt wurde, welche Absicht soll ich haben, wenn ich nach Wissen strebe? Welche Absicht soll ich haben, wenn ich nach Wissen strebe? So sagte der großartige Imam der Sunna, einer der größten Gelehrten der islamischen Geschichte, dass du beabsichtigst, die Unwissenheit von dir aufzuheben. Sogar sagte Musa alayhi salam im Koran, A'udhu billah, an akuna min al-jahil. Ich suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich unter den, hä, wen? Unter den Unwissenden bin. Denn Al-Jahl bei Allah ist nichts Gutes. Und Al-Jahl wird schlechte Früchte hervorbringen. Und Al-Jahl ist eigentlich der Weg in das Höllenfeuer. Uns obliegt, dass wir unsere Religion lernen, liebe Geschwister, damit wir sie auch richtig praktizieren. Mit Sicherheit gibt es Leute, sie werden entschuldigt sein bei Allah subhanahu wa ta'ala wegen ihrem Jahl, weil sie auch nicht die Möglichkeiten hatten, nach Wissen zu suchen. Aber wer sagt dir, lieber Bruder und liebe Schwester, dass du eben unter diesen Leuten bist, die entschuldigt sein werden am Tage der Auferstehung? Wie viel Schirkhandlung machen wir am Tag, wo wir vielleicht für ewig in das Höllenfeuer hereingehen könnten, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit uns nicht barmherzig ist? Wie viel Bid'a machen wir am Tag? Dinge, die nicht von der Sunna vorgeschrieben sind, die uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi nicht vorgeschrieben hat. Und wir denken, dass dieses eine gute Tat ist. Und vielleicht werden wir auch für diese Taten bestraft. Deswegen, liebe Geschwister, wir treffen uns hier nur mit einem einzigen Ziel. Weder will ich Geld von euch, und ich denke, ihr wollt weder Geld von mir, ich hoffe, ich habe sowieso keins. Und unser Ziel ist einfach nur, dass wir bi'idhnillah ta'ala das Wohlgefallen Allahs erreichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten nicht fehlgehen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen geben, das uns nützlich ist. Wir haben letztes Mal bei dem Punkt ma hiya al-ibada gestoppt. Was bedeutet die Ibada, die Anbetung? Wir werden das erklären insha'Allah ta'ala. Nicht, dass man denkt, wir sind mit der Erläuterung schon zu Ende, liebe Geschwister. Die Ibadah braucht etwas Zeit, damit wir sie erklären. Bi'idhnillahi sami'il alim. Tayyib, wer kann sich erinnern, was bedeutet Al-Ibadah? Liebe Geschwister, wenn ich euch frage, was bedeutet Ibadah, dann will ich, dass ihr das genauso kennt wie euren eigenen Namen. Denn wofür hat Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen? Für die Muhammad? Damit wir ihm dienen. Damit wir ihm dienen. Das heißt, was sollte unsere Hauptbeschäftigung in diesem Leben sein? Der Gottesdienst, also der Weg. Richtig, sehr gut. Dass wir ihm auch dienen. Dafür nur hat uns Allah, wir haben die Ayat gebracht. Allah hat die Himmel und die Erde nicht was erschaffen, nicht?
Nicht zum Spielen, nicht umsonst. Das ist die Ansicht von wem? Von den? Na? Von den Kuffar. Yani, geht nicht irgendwann ein Licht bei uns auf, dass wir sagen, jetzt ist die Zeit, damit ich endlich mal das tue, was Allah von mir verlangt, wofür Allah mich erschaffen hat. Und der einzige Grund ist, dass du ihm dienen musst. Das heißt, für dich als Muslim sollte die erste Belange sein, das erste Hauptkümmernis, dass du verstehst, was Al-Ibadah bedeutet. Tfadal bila. Alles, was Allah liebt und zufrieden ist. Nochmal, alles, womit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist und es liebt. Also mag, akzeptiert und liebt. طيب. Sowohl in Taten, auch in Worten. Na. Äußerlich und innerlich. MashaAllah, es kommt immer bei dir so schwiff, schwiff, schwiff. Vielleicht noch einen kleinen Zusatz, ganz kleinen Zusatz. Auch, dass man muss auch Prophet sallallahu alaihi wasallam folgen. Okay, so kann man es auch definieren. So kann man es auch definieren. Im Grunde genommen, wer kann mir die Definition geben? Bunyamin? Ibadah ist, wenn sie einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala ist und nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So haben wir die Ibadah nicht definiert. Abu Bakr. Ibadah ist ein allgemeines Wort für alles, was Allah liebt, mag, akzeptiert, von Worten und Taten, innerlich und äußerlich, und man folgt dabei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsan, sehr. Die Ibadah. Aber natürlich, auf Arabisch sollten wir das auch kennen, inshallah ta'ala. Wer kann das auf Arabisch sogar? Fadal. Ismu Jamiu, li kulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu, min al-aqwali wal a'mali, al-zahirati wal batinati. Na, wal bara'a, min? Na, okay, khair, inshallah. Auf jeden Fall, sehr gut. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wallahi, man merkt, subhanallah, dass manche das auch ernst nehmen. Und wir sollten das auch ernst nehmen. So wie diese Leute es auch ernst nehmen, sollten wir ihnen folgen, dieses auch ernst zu nehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns wahrhaftig machen. Ein allgemeiner Begriff, subhanallah, eine Definition von einem Gelehrten, und er hat nichts vergessen, in dieser Definition etwas auszulassen. Alle Gelehrten von den Leuten des Wissens nehmen diese Definition. Von wem? Von Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, wie er diese Begriffsdefinition gegeben hat in seinem Buch Al-Ubudiyya. Al-Ubudiyya. Ein allgemeiner Begriff. Allahu Akbar. Für alles. Für alles. Jetzt kommt die Einschränkung. Was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und womit er zufrieden ist. Das, womit er zufrieden ist, das. Hä? Das? Liebt er. Liebt er, natürlich. Ein allgemeiner Begriff für alles, was Allah liebt und damit zufrieden ist. Von Wörtern und Taten. Innerlich und äußerlich. Innerlich und äußerlich. Subhanallah. Und alle Dinge, die dagegen sind, gegen diese Handlung, sind Ibadah oder nicht? Sind die Ibadah oder nicht? Sind keine Ibadah. Was haben wir hier eingegrenzt? Dass die Ibadah sich nur auf was bezieht? Na? Das, was Allah liebt, mag und akzeptiert. Passt auf, Wallahi, das ist so wichtig, liebe Geschwister. Viele Leute verstehen das Wort Ibadah falsch. Das ist nun mal so. Das ist eine Tatsache, ohne jemanden anzugreifen. Alles, was Allah liebt und damit zufrieden ist, das ist Ibadah. Denn Allah, der dich als Diener erschaffen hat, hat er dir nicht eine Anleitung gegeben, wie du ihm dienen musst? Das bedeutet, was auch immer Allah dir vorgeschrieben hat, das alleine ist Ibadah, nichts anderes. Und wehe, du gehörst zu denjenigen, die sagen, Allah hat etwas, hä? Vergessen. Hat Allah vergessen? Hä? وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Und dein Herr war nicht vergesslich. Allah hat nichts vergessen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns gesagt, dass alles, was uns Al-Jannah näher bringt, möge Allah uns Al-Jannah versorgen, dass alles, was uns Al-Jannah, dem Paradies näher bringt, das hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das hat er uns gebracht. Und alles, was uns dem Höllenfeuer, وَلَيَّاذُ بِاللَّهِ, näher bringt, davor hat er uns gewarnt. Das heißt, Idan, was bleibt übrig? Jetzt hast du die Begriffsbezeichnung der Ibadah. Wir werden das Wort natürlich erklären. Bleiben wir beim ersten Teil. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und damit zufrieden ist.
Wir haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns vorgeschrieben, dass wir ihn anbeten. Wo steht geschrieben, was Allah liebt und damit zufrieden steht? Erstmal diese Frage. Das ist jetzt natürlich das Wichtigste, weil okay, wir wissen jetzt, Allah liebt bestimmte Dinge und er ist mit bestimmten Dingen zufrieden, aber von der anderen Seite wissen wir nicht, womit. Also, wo müssen wir als Muslime nachlesen, wo, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und damit zufrieden ist? Masse. Im Koran und in der Sunna. Allahu Akbar. Tayyib, Frage. Allah liebt das Gebet, ja oder nein? Er liebt das Gebet? Ja. Tayyib. Es ist Jum'a. Und du sagst, das Wetter ist herrlich. Und so viele Menschen sitzen hier. Ich spüre bei mir mein Iman. Der ist gestärkt und der wächst. Und ich habe das Gefühl, dass ich heute zu mehr imstande bin als sonst. Ich mache das Jum'a-Gebet nicht 2 Rak'ah, sondern 4 für Allah. Frau. Tfadl. Dies ist eine Bid'ah. Und keine 2 Tage. Extremist. Bitte, wer erklärt mir diesen Sachverhalt? Wir haben doch gesagt, Allah liebt das Gebet. Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gebetet. Und es ist Jum'a und schöner Tag und die Leute, sie sorgen dafür, dass mein Iman stark ist. Was habe ich hier gemacht? Nein. Ja, natürlich, aber Muhammad hat erklärt, wie man Allah anbeten soll. Muhammad hat 2 Rak'ah gebeten. Nein. Deswegen geht es nicht, weil er sozusagen den Propheten nicht folgen würde und es gehört ja dazu, übereinstimmt und die Befolgung. Sehr gut. Erstmal, barakallahu fik. Der Bruder sagt, natürlich das Gebet und alles gut und schön, aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam nicht am Jum'a mit 4 Rak'ah, sondern er kam lediglich mit 2 Rak'ah. Das ist das, was er uns beigebracht hat. Auch wenn Allah das Gebet liebt. Das ist immer allgemein. Passt auf, liebe Geschwister. Weil was machen manche Leute in der heutigen Zeit, wenn sie Koran auf Tote lesen? Und du sagst ihnen, das ist falsch, das dürft ihr nicht machen, weil es dafür keinen Beweis gibt, dann sagen sie dir, er verbietet mir das Koranlesen. Schaut mal, subhanallah, wenn man die Ibadah nicht richtig versteht, was macht man daraus? Eine Katastrophe. Wallahi, eine Katastrophe. Allah liebt, dass du Koran liest, ja oder nein? Ja. Liebt Allah, dass du Koran liest? Abu Bakr? Ja, aber nicht für Tod. Ihr seid alle so Extremisten. Was soll nur aus euch werden? Schaut mal, Allah liebt Koran lesen. Wallahi, Allah liebt Koran lesen. Es sind doch seine Wörter. Darin hat er uns eine Anleitung gegeben, wie wir in diesem Leben verfahren sollen, damit wir die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala erreichen. Jetzt passt auf. Allah liebt das Koran lesen. Okay, wir sind uns einig. Heißt es aber jetzt so uneingeschränkt? Antwort nein. Weil wenn das uneingeschränkt ist, dann müsstest du dafür einen Beweis aus Koran und Sunna haben. Deswegen, liebe Geschwister, schaut mal, Allah ist damit zufrieden. Er liebt eine Sache, die er uns auch vorgeschrieben hat. Frage, wo ist der Beweis, dass man auf Tote Koran lesen darf? Antwort, es gibt keinen Beweis. Wie können wir jetzt noch sagen, für alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und damit zufrieden ist? Können wir das sagen hier in dem Fall? Willst du für Allah entscheiden, was er liebt und was er nicht liebt? Wal-iyadu billah. Passt auf, wir erklären das nur den Leuten, damit sie verstehen. Wer macht die Gesetze, was er liebt und was er nicht liebt? Na? Willst du ein Teilhaber neben Allah sein? Möchtest du? Hat Allah dir die Befugnis gegeben, dass du für ihn vorschreibst, was er subhanahu wa ta'ala liebt und nicht liebt? Ist das deine Vorstellung von deinem Rabb, Allah, der vollkommen ist? Antwort nein. Deswegen bitte, lieber Bruder und liebe Schwester, verwechsle nicht eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala allgemein liebt, dass du diese Sache aber auf alles übertragen kannst. Wie mit dem Koran. Allah liebt es, dass du Koran liest. Liebt er, dass du den Koran auf Tote liest? Antwort nein, weil es dafür keinen Beweis gibt. Und derjenige, der sagt, Allah liebt das, Allah subhanahu wa ta'ala ist damit zufrieden, es ist für ihn die höchste Pflicht, dass er uns den Beweis bringt. Die allerhöchste Pflicht.
Ansonsten darf er das nicht behaupten. Tayyib, also dann, wie ist unsere Vorgehensweise? Wir sagen, Allah liebt eine Sache und ist damit zufrieden, wenn wir dieses auch wo stehen haben? Im Koran und in der Sunna. Gibt es andere Bücher, die versteckt sind, die wir nicht kennen, die irgendwo über einen Vulkan sind? Irgendwelche Bücher, gibt es sie, dass wir darin Dinge stehen haben, die wir nicht wissen? Nein? Niemals, nur Koran und Sunna. Tayyib. Welche Bücher müssen wir folgen? Koran und Sunna. Wallah, es gibt keine anderen Bücher daneben. Jeder sollte das wissen, liebe Geschwister. Denn der Koran ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die Sunna ist die Erklärung des Korans durch seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wer das versteht, hat eine Menge heute mitgenommen. Daher, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala ist mit bestimmten Dingen zufrieden. Er liebt sie. Warum? Weil er sie uns vorgeschrieben hat, damit wir sie auch tun. Tayyib, wir haben gesagt, die Ibadah ist alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und damit zufrieden ist. Jetzt kommt ein weiterer Schritt. Von Wörtern und Taten. Es ist uns auch vorgeschrieben, welche Dinge wir mit der Zunge, mit den Wörtern aussprechen, die Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefällig sind. Subhanallah al-Azim. Tayyib. Wenn wir sagen, von Wörtern und Taten, innerlich und äußerlich. Wörter, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir den Unterricht zusammen machen. Abu Bakr. Das, was man ausspricht. Na, was man ausspricht, zum Beispiel von Dhikr, sehr gut. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Vorgeschrieben, ja oder nein? Vorgeschrieben. Allah liebt das. Wir haben gesagt, wenn es in Koran und Sunna steht, mit Sicherheit, Allah liebt das. Na, dass wir Koran lesen. Aber nochmal, wir haben gesagt, nicht auf Mohammed, nicht Koran lesen auf. Das ist wieder eine neue. Eine neue. Eigentlich schon eine alte. Na. Was man zum Beispiel auf der Hajj sagt. Labbaik Allahumma labbaik. Na, von Lobpreisung. Hat auch mit Azkar zu tun. Na, das liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Auch, dass du ein schönes Wort zu deinem Bruder sagst. Hä? Dass du deinem Bruder sagst, Allahumma barik, du bist ein hübscher Mensch. Allah liebt das oder nicht? Na, Allah subhanahu wa ta'ala liebt das. Auch, dass du das zu deiner Frau sagst. Muss ja auch nicht so gemeint sein. In diesem Falle. Ihr wisst, in drei Situationen darf man lügen, ja? Wisst ihr, ja? Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Na, wenn man auch einen Streit beilegen möchte, so ist das ein guter Joker, den man ziehen kann. Nein, das werden wir schneiden. Auf jeden Fall. Schaut mal, liebe Geschwister. Wallahi, wir sollen das richtig verstehen. Auch mit den Worten, du sollst Gutes damit sprechen. Allah liebt nicht. Allah liebt nicht, dass du mit deinem Mund Schlechtes sagst. Dass du die Leute beschimpfst, dass du fluchst, dass du verdammst. Allah liebt das nicht. Subhanahu wa ta'ala. Deswegen gute Worte. Worte, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, die sich für einen Muslim geziemen, das ist das, was du machen solltest. Okay? Tay. Na. Das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Sehr gut. Du siehst einen Bruder, du gibst ihm eine Nasiha. Ist das Ibadah, ja oder nein? Ibadah. Du sagst deinem Bruder, schau mal, Achil Karim, ich weiß, du wolltest das Gute machen, aber du hast hier Allah subhanahu wa ta'ala sein Recht nicht gegeben. Nasiha vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vorgeschrieben, dass wir uns gegenseitig Nasiha geben sollen. Denn wenn wir das nicht mehr tun würden, dann würden wir Verbesserungen in der Gesellschaft herbeiführen oder nicht? Nein. Dann würde jeder sagen, ach, lass ihn, wie das in der heutigen Zeit. Lass die Schia, lass die Sufi, sie werden schon irgendwann, wann? Wir sehen nur, dass immer mehr Stecken von diesen Leuten ist. Nein, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, das ist eines der Elemente in der Religion, liebe Geschwister, das ist sehr wichtig. Die Worte haben wir abgehakt, jetzt die Taten. Kommen wir dazu, äußerliche Taten, was sind äußerliche Taten? Masse. Das Gebet. Das Gebet. Na? Die fünf Säulen des Islams sind alle äußerliche. Die fünf
Säulen des Islam, sagt der Bruder. Na, innerlich bedeutet wo? Im Herzen. Na, im Herzen. Was ist mit dem Herzen? Das Herz spricht. Ja, das Herz, es spricht. Und im Herzen gibt es deinen Iman. Deinen Iman. Das bedeutet, wo ist die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala bei dir zu finden? Hä? Im Herzen. Im Herzen. Wo ist die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala bei dir zu finden? Im Herzen. Im Herzen. Wo ist das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala? Und nur auf ihn vertrauen die Gläubigen. Wo ist dieses zu finden? Naam? Im Herzen. Passt auf. Dieses ist im Herzen zu finden. Das heißt, das Herz spricht? Naam. Das Herz spricht, liebe Geschwister. Und das sollten wir verstehen. Nicht nur das, auch die Hoffnung darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir barmherzig ist, ist im Herzen. Allahu Akbar. Dankbarkeit ist wo? Im Herzen. Deswegen, liebe Geschwister, ist es für uns wichtig, dass wir verstehen, wir beten Allah mit allem an. Ha? Mafhum? Nicht nur mit den Taten, sondern auch mit dem Herzen. Und das soll für uns ein sehr, sehr wichtiges Entscheidungsargument sein, dass wir allgemein aufpassen, was wir tun. Eine Frage. Du betest äußerlich, aber im Herzen vertraust du nicht auf Allah. Liebt Allah, was in deinem Herzen ist? Nur weil du jetzt betest? Nein. Nein. Und man entfernt sich von allem, was diesem entgegengesetzt ist. Das bedeutet, alles, was gegen diese Prinzipien spricht, was wir gerade gesagt haben, wir nehmen nur Dinge, die Allah liebt und damit zufrieden ist. Worte und Taten, innerlich und äußerlich, die mit dem übereinstimmen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie liebt und damit zufrieden ist. Alles, was dagegen ist, darf ein Muslim nicht akzeptieren. Ansonsten, was würde er damit sagen? Na, wer sagt mir das? Verdammt. Die Religion ist noch nicht vervollkommnet. Die Religion ist nicht vollkommen. Schaut mal, deswegen sagte Imam Malik, rahimullah ta'ala, ein großer Gelehrter, rahmatan wasi'a, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn in das höchste Paradies bringen. Man ibtada'a fil Islam bid'a wa qala hiya bid'a hasana. Und er sagt, dieses ist eine gute Neuerung. فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَانَ الرِّسَالَ. Derjenige, der behauptet, dass es eine gute Neuerung gibt. Wir haben gerade gesagt, unsere ganze Religion ist wo? In Kitab und Sunnah. Derjenige, der behauptet, dass es eine gute Neuerung gibt. Gute Neuerung ist in Kitab und in Sunnah, ja oder nein? Sonst würden wir nicht von einer guten Neuerung sprechen, ne? Es ist ja keine Neuerung. Alles, was in Kitab und Sunnah ist ja keine Neuerung, sondern Religion. Ja? Wer eine gute Neuerung in die Religion hereinbringt und sagt, dieses ist eine gute Bid'ah, so hat er behauptet, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Botschaft verraten hat. Allahu Akbar. Habt ihr die Worte verstanden? Wallahi, diese Worte müsst ihr verstehen, liebe Geschwister. Derjenige, der mit etwas Neuem kommt, was wir nicht kennen, und so haben wir die Zeiten, die wir leben und wir sind Zeitzeugen. Derjenige, der mit etwas kommt, was wir nicht kennen aus Kitab und Sunnah, aus Koran und Sunnah, und er sagt, das ist gut, das ist eine gute Sache. Was hat er behauptet, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Religion, die Botschaft verraten hat? Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und ich habe meine Gnade an euch. Und ich bin zufrieden mit der Religion des? Also, nach deiner Ansicht hat Allah was vergessen. Nein! Was sagst du da? Doch, ich sage genau das, was du leider durch deine Unwissenheit nicht weißt. Siehst du, wenn man unwissend ist, in welches gefährliche Gewässer man sich begibt. Du wirst dort nur ertrinken und niemand wird dir helfen. Deswegen lerne deine Religion, verstehe deine Religion und du wirst ein viel besseres Gefühl dabei haben, wie du deine Religion
praktizierst. Tayyip, haben wir für Ibadah alles erklärt, inshallah ta'ala. Das ist das Hauptprinzip. Wir werden uns noch viel mit der Ibadah beschäftigen, inshallah ta'ala. Dann fragt der Autor, Mata yakunu al-amal ibadah? Wann wird eine Handlung zur Ibadah? Ah, schöne Frage. Ist alles im Leben Ibadah? Nein. Antwort? Tayyip, ein Beispiel. Wir gehen jetzt Fußball spielen. Machen wir damit Ibadah, ja oder nein? Na? Nein. Wir machen damit keine Ibadah. Ich weiß auch nicht, dass du deinen Partner faulen darfst. Meinen Stellen keine Ibadah. Nein, nein. Wenn wir sagen, das ist keine... Eine Ibadah ist klar. Eine Ibadah ist das, was uns als Ibadah vorgeschrieben ist. Das ist eine Ibadah. Weil der Sinn auch hier der Ibadah ist. Wie das Gebet, das Fasten und so weiter und so fort. Fußballspiel kann niemals eine Ibadah sein. Die Arbeit, die du verrichtest, du bist Maurer, du bist Steinmetzer, du bist Flugzeugbauer, das ist niemals eine Ibadah. Das sind Dinge der, der Dunya, vom Leben. Passt auf, uns ist klar, was eine Ibadah ist. Und uns ist klar, was es im Leben an Dingen gibt, die wir verrichten. Aber jetzt passt auf, das ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Wenn ihr viele Bücher der Aqidah lesen werdet, dann werdet ihr lesen, dass manche Gelehrte schreiben, dein ganzes Leben kann zur Ibadah sein, unter zwei Voraussetzungen, dass du die Niyya für Allah subhanahu wa ta'ala hast, dass du die Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala bei dieser Handlung hast und dass du sie nach der Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam machst, dann kann alles zur Ibadah werden. Aber was meinen sie? Das heißt nicht, dass Fußballspielen eine Ibadah ist. Aber schaut mal, jetzt ich mache Sport mit der Absicht, dass ich mich fit halte, um zum Beispiel Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Kann ich dafür belohnt werden, ja oder nein? Andere Sache, jemand, er hat Geschlechtsverkehr mit seiner Frau. Und dieser jemand, ich weiß, die Sunna nimmt jeder ernst, dieser jemand, er hat die Absicht, dass ich dafür belohnt werden möchte. Er wird belohnt dafür. Aber ist das jetzt Ibadah? Kannst du jetzt zu deiner Frau sagen, kommst du bitte zur Ibadah? Ja oder nein? Das ist keine Ibadah. Aber du kannst dafür belohnt werden. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns in einer Überlieferung gesagt hat, was wäre es, wenn ihr das im Haram machen würdet? Dann wäre es doch eine Sünde für euch. So sagte er, der Beischlaf mit seiner Frau ist eine... Hä? Ist eine? Ibadah? Nein. Ist eine. Ist was? Ist eine? Sadaqa. Ist eine Sadaqa. Das heißt, ein Almosen und du wirst belohnt dafür. Aber bitte keine Ibadah. Arbeit, wenn du sie machst, du gehst arbeiten mit einer Niyya. Du möchtest deine Familie versorgen. Hat Allah dir das vorgeschrieben, dass du als Mann deine Familie versorgen musst? Ja. Nein. Das ist deine Pflicht als Mann. Die Frau hat das Recht, von dir zu verlangen, dass du sie versorgst. Mit Sicherheit. Und das ist ihr gutes Recht. Und nicht, dass man sich aufregt. Nicht, dass man sich aufregt und sagt, ja, was will denn die Frau alles von mir? Ja, mein Allahu Akbar, was hat sie denn alles von dir gefordert? Dass du ihr ein bisschen was zu essen gibst? Das ist ihr gutes Recht und sie darf das von dir verlangen. Und du musst sie versorgen. So gut du kannst natürlich. Wenn es in deiner Macht steht, dass du eine Arbeit hast oder nicht. Diese Arbeit, die du jetzt so ausführst, und diese Arbeit ist halal, Nummer eins. Nicht Abu Mat'am Khanzir und Abu Mat'am Khamr, was wir heute sehen. Die Restaurants, wo es Schwein und Alkohol gibt. Und dann sagt man, meine Arbeit ist Ibadah. Das ist nicht dir gemeint, sondern deine Arbeit muss halal sein. Malen. Aber auch nicht irgendwelche komischen Läden, ja? Sondern das, was erlaubt ist, allgemein. Dass du Maler bist, dass du Maurer bist, dass du Flugzeugbauer bist, halal. Das ist alles halal. Und diese Arbeit darf dich nicht davon abhalten, was zu praktizieren, deine Religion. Die kann tausendmal halal sein, deine Arbeit. Wenn du damit deine Religion vernachlässigst, darfst du sie tun, ja oder nicht? Ja. Nein. Dann nicht. Schaut mal, subhanallah. Was vergessen wir niemals? Was ist oberste Prinzip? Hä? Ibadah. Alles ist da drunter. Heißt es aber, man kann das nicht im Einklang bringen? Natürlich, man kann das im Einklang bringen. Wer hat gearbeitet von den besten Menschen der Welt? Na,
Die Propheten haben gearbeitet. Nuh a.s. zum Beispiel war Najjar. Wisst ihr, was Najjar ist? Na? Tischler. Er war Tischler. Und andere Propheten, die ebenfalls bestimmte Arbeiten gemacht haben. Manche haben auch Schafe gehütet für andere und so weiter und so fort. Sie haben Arbeiten gemacht. Und sie haben Geld verdient. Halal! Ja, und deswegen hier, wenn du eine Halal-Arbeit hast, eine erlaubte Arbeit hast, die kein Haram beinhaltet, und diese Arbeit hält dich nicht ab, deine Religion zu praktizieren, weil es gibt heutzutage Leute, der arbeitet 15 Stunden im Laden, Wallahi, und der betet kein Gebet, der hört kein Koran, der macht kein Dhikr, und er sagt, aber was meine Arbeit ist, hä? Na, meine Arbeit ist Ibadah. Im Grunde genommen sucht er nur eine Ausrede, um was zu entgehen, das Gebet, die Ibadah. Barakallahu fikum. Wallahi, ja Achi, wir sagen dir nicht, hör auf zu arbeiten, weil wir wollen, dass die Muslime auch stark sind. Jeder Muslim soll arbeiten. Wir mögen die Muslime nicht im Übrigen, die 15 Stunden am Tag schlafen. Und wenn sie aufstehen, sagen sie, wann ist Zeit zum Schlafen? Diese Muslime mögen wir nicht. Wallahi, diese Muslime mögen wir nicht, weil sie nicht dem Beispiel folgen von ihren Salaf. Sondern wir mögen die Muslime, die arbeiten mit ihren Händen und halal verdienen und es lieben, dass sie kein Cent Haram bekommen. Allah liebt sie, also lieben wir sie auch. Subhanallah al-Azim. So ist das in unserer Religion, liebe Geschwister. Deswegen, du kannst nicht irgendetwas als Ibadah bezeichnen. In den Sachen der Religion ist klar, was eine Ibadah ist. Aber in Sachen der Dunya, des normalen Lebens, wenn diese Sache unter bestimmten Bedingungen gemacht werden wird, dann, inshallah, kannst du dafür belohnt werden, aber sie ist trotzdem keine Ibadah. Inshallah hat man das verstanden. Und der Sheikh sagt hier, Rahmatullah alayh, إِذَا أَكْمَلَ فِيهِ شَيْئًا إِذَا أَكْمَلَ فِيهِ شَيْئًا وَهُمَا كَمَالُ الْحُبِّ مَعَ كَمَالِ الظُّلْمِ. Er sagt, Rahmatullah alayh, wenn zwei Dinge miteinander zusammengebracht werden. Das heißt, die Ibadah hat zwei Voraussetzungen. Was sind sie? Dass du die vollständige Liebe wem gegenüber hast? Ha? Allah subhanahu wa ta'ala. Und die vollständige Erniedrigung, Demut gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn diese beiden Sachen miteinander übereinstimmen, dann ist das was? Eine Ibadah. Okay. Der Sheikh nennt uns hier eine Ayah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَاصْلَحُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und es gibt welche unter den Menschen, die lieben anderes, wie man nur wen lieben darf? Hä? Allah subhanahu wa ta'ala. Sie lieben die Sache entweder genauso viel oder mehr. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Möge Allah uns vor diesen Leuten entfernen. Die lieben anderes, wie man nur Allah lieben darf. Und sie haben auch Götzen. Sie haben falsche Götter. Lieben sie sie, ja oder nein? Sie lieben sie. Aber schaut mal den Endteil der Ayah. Aber die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe. Egal wie sehr ein Muschrik, ein Götzenanbeter seine Götze liebt, die Liebe von ihm zu dieser Götze ist niemals wie die Liebe von einem Diener zu Allah subhanahu wa ta'ala. Es kann niemals dasselbe sein. Wallahi billahi tallahi. Diese Liebe ist niemals vergleichbar. Weil derjenige, der sein Rabb Allah subhanahu wa ta'ala kennt, er weiß, was die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm alles an Gnaden zur Verfügung stellt, die er als Diener in vollem Maße genießt. Und er liebt das Leben, weil derjenige, der ihm das Leben gegeben hat, er ist auch derjenige, der ihm versorgt, Tag ein, Tag aus. Monate, Jahre, Jahrzehnte. Er ist derjenige, der ihn bewahrt vor den schlechten Dingen. Er ist mit den Gläubigen. Das heißt nicht mit seinem Wesen, sondern mit seinem Wissen und mit seinem Hören. Subhanahu wa ta'ala. Er sieht alles, subhanahu wa ta'ala. Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, den wir um alles bitten können, der uns das gibt, was wir von ihm brauchen, subhanahu wa ta'ala. Wallahi, und das ist das Wichtige, dass wenn ein Diener dieses weiß, dann hat er eine Liebe zu seinem Herrn. Diese Liebe kann niemand zerstören. Niemand.
Und er kann niemals etwas im Leben lieben, was diese Liebe übersteigt. Niemals. Wenn er etwas liebt, dann liebt er diese Sache nur unter der Liebe, was? Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Denn es gibt Leute, die lieben Dinge, wie man nur Allah subhanahu wa ta'ala lieben darf. Wisst ihr, wie viele Männer, Allahu a'lam, ob man sie so bezeichnen kann, wenn sie Frauen haben, dann sagt die Frau, entweder lässt du die Religion, denn dein Bart ist hässlich und dein Gebet ist peinlich für mich und ich möchte nicht so mit dir herumlaufen. Entweder lässt du deine Religion oder ich verlasse dich. Wisst ihr, wie viele mitgespielt haben? Viele. Hat er Allah mehr geliebt als seine Frau? Frage. Ja oder nein? Nein. Wen hat er mehr geliebt? Nein. Seine Frau. Weil er für seine Frau wen verlassen hat? Seine Religion. Schirkliebe. Für ewig im Höllenfeuer. Möge Allah uns bewahren. Oder ein Arbeitgeber sagt zu einem, schau mal, entweder bleibst du hier weiter arbeiten, aber du darfst nicht beten und nicht fasten und deine Ibadat nicht machen und ich möchte keine Spur von dir an dem Islam sehen, oder ich werde dich kündigen. Daraufhin sagt er, okay, schon gut, ich werde weiter bei dir arbeiten. Hat seine Religion was? Verkauft, wal'iyadu billah. Schirkliebe. Das ist die Schirkliebe. Deswegen, wenn du redest von einer Liebe, dann muss in dieser Liebe die vollständige Liebe zu wem sein? Zu Allah, den du anbetest. Und die vollständige Unterwerfung. Yani, kann man ein Gebet führen, ohne dass du dich für Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigst? Ja oder nein? Kann man so ein Gebet führen? Nein. Kannst du ein Gebet führen? Yani, du stehst jetzt auf zum Gebet und liebst Allah nicht? A'udhu billah. Das heißt, diese beiden Dinge gehören zusammen, liebe Geschwister. Und der Sheikh, er erwähnt hier noch zwei weitere Ayat, damit wir sie auch gehört haben. Einmal die Ayat, liebe Geschwister, in Surah Al-Mu'minun, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Und wahrlich diejenigen, die Furcht vor ihrem Herrn subhanahu wa ta'ala haben. Das heißt, sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich, denjenigen, den du anbetest, du weißt, wozu er in der Lage ist. Du fürchtest ihn. Und er sagt, innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Und sie haben uns, und Allah möchte, dass wir sie, ihn subhanahu wa ta'ala so anbeten, sie haben in guten Taten gewetteifert. Das heißt, sie haben viele gute Taten gemacht. Und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala gerufen. Auf welche Art und Weise? Mit Hoffnung. Mit Hoffnung, liebe Geschwister. Und sie waren ihm demütig ergeben. Subhanallah. So ist deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann kommen wir zu der letzten Frage und ihr werdet danach wieder einen Test bekommen, nachdem wir dieses fertiggestellt haben. Was ist ein Zeichen für die Liebe von dem Diener gegenüber seinem Herrn subhanahu wa ta'ala? Du solltest wissen, dass du erkennen kannst, ob du Allah subhanahu wa ta'ala liebst, wenn du liebst, was er liebt. Und wenn du nicht liebst, was er, subhanahu wa ta'ala, nicht liebt. Das bedeutet, was ist für dich ein Zeichen, woran du erkennst, ob du Allah subhanahu wa ta'ala liebst, dass du, für Allah subhanahu wa ta'ala liebst und für Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebst. At-Tabarani, rahimullah ta'ala, er überliefert. Authaku ura al-Iman, al-Hubbu fillah wal-Bughdu fillah. Der stärkste Knoten im Iman, das bedeutet, der Iman hat Stufen, mehrere Stufen. Der stärkste Iman ist, wenn du für Allah liebst und für Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebst. Allahu Akbar. Und es gibt Leute, und du solltest das wissen, das muss bei dir vorhanden sein. Selbst wenn du eine Sünde machst, okay? Zum Beispiel, du hast auf eine Frau geguckt. Musst du das an dir hassen, ja oder nein? Ja oder nein? Nein. Du musst das an dir selber hassen. Subhanallah al-Azim, bis zu dieser Stufe. Ich sage, ich rede nicht mal von deinem Bruder, ich sage dir selber.
Sheikh Muhammad Hussein Ya'qub, er hat einmal die Geschichte erzählt von einer Person. Er hat Allah subhanahu wa ta'ala geliebt und das kann sein, dass du Allah subhanahu wa ta'ala liebst, aber dein Glaube ist nicht vollkommen, aber er hat eine Sünde gemacht. Er konnte nicht ablassen, die Frauen anzugucken. Er konnte nicht davon ablassen, die Frauen anzugucken. Und er hat am Tag viele, viele Frauen angeguckt. Und irgendwann hat er gesagt, ich muss jetzt eine Lösung finden. Wisst ihr, was er gemacht hat? Der hat seine Hände gehoben und gesagt, ja Allah, mache mich blind. Allahu Akbar. Wisst ihr warum? Damit er nicht mehr was tut, hä? Sünde. Er wusste, die Liebe zu Allah ist das Höchste. Er hat das gehasst an sich, aber er wusste nicht, wie kann ich das loswerden. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn blind gemacht. Eines Tages war er dann sein Bedürfnis befriedigen, das bedeutet, er war auf Toilette und dann ist etwas von Al-Ra'id, von dem Kot auf seine Kleidung gekommen, ohne dass er es natürlich jetzt sehen konnte, weil er blind war. Dann hat ein anderer ihm gesagt, dass er Kot auf seiner Kleidung hatte. Subhanallah. Und er war so zerfressen in sich, dass diese Sache passiert ist. Dann hat er Allah subhanahu wa ta'ala nur deswegen gebeten, ja Allah, gib mir mein Augenlicht zurück, damit er ihn auf beste Art und Weise anbetet. Und subhanallah, Allah hat ihm sein Augenlicht wieder zurückgegeben. Schaut mal, wenn man selber an sich hasst die Sünden, das ist ein Zeichen für dein Glauben. Wallahi, das ist ein Zeichen für dein Glauben. Es gab zu der Zeit der Sahaba radiallahu anhum, es gab einen Mann, der hat regelmäßig Alkohol getrunken. Khamr! وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ أُمُّ الْخَبَائِثِ, das wird genannt die Mutter aller Sünden. Khamr. Und dieser Mann wurde immer wieder gepeitscht, gepeitscht, gepeitscht. Dafür, dass er getrunken hat, wurde er gepeitscht. Eines Tages hat ein Sahabi ihn verflucht. Er hat ihn verflucht für das, was er getan hat, weil er immer trinkt. Da sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, verfluche ihn nicht, denn er liebt Allah und seinen Gesandten. Allahu Akbar. Heißt es, man kann auch als Sünder trotzdem Liebe zu Allah und seinen Gesandten haben? Ja, aber die Liebe ist nicht was? Hä? Die ist nicht vollständig. Möge Allah uns vollständige Liebe ihm gegenüber geben. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Und inshallah ta'ala, nächstes Mal werden wir weitermachen, bi'idhnillah ta'ala.